Leute, hi, was geht ab? Willkommen bei dem Back zu einem weiteren neuen Video mit mir. Hi, ich bin mal wieder heute viel zu spät, denn wir haben jetzt gerade 15.14 Uhr, Leute. Mega crazy, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute werden wir ein Video zusammenschauen, was mega, mega nice ist. Aber bevor wir starten, Leute, möchte ich nochmal kurz auf etwas hinweisen. Ja? Und zwar sieht es nämlich so aus. Mich haben ganz viele Leute in den Kommentaren gefragt, so, yo Lars, was ist eigentlich das da in deinem Hintergrund? Da hängt irgendwas an deinem Stuhl. Das kann ich jetzt ganz kurz erklären. Und zwar ist mir einfach so mein Rollladen abgerissen. Ja, ich habe so einen Zugrollladen und der ist einfach abgerissen. Und jetzt muss ich das halt da dran festbinden, weil pass mal auf, wenn ich das jetzt hier abmache. So. Achtung. Achtung, hört mal hin. Dann ist der Rollladen unten. Ja, perfekt, oder? Moment, ich muss jetzt ganz kurz mal wieder den Rollladen hochholen. Ah! Ah! Hä? Er geht nicht mehr weiter. Okay, cool. Prima Sache. Moment, ich fühle mich gerade wie so jemand, der so an einem Schiff arbeitet. Und zack. Leute, heute hochmotiviertes Video, denn wir werden heute nämlich schauen, richtiges, cooles Essen gegen Fail-Essen, was irgendwie nicht so ganz richtig ist und ziemlich, ziemlich merkwürdig. Keine Ahnung, ich kann es nicht anders erklären. Irgendwie ist es mega das komische Video, aber wir werden es uns heute zusammen angucken. Let's go! So, und zwar werdet ihr jetzt schon am ersten Bild sehen, was ich damit nämlich meine. Und zwar sieht man hier einfach, ist innen einfach nur die Wassermelone und außenrum ist komplett mit Schale voll. Und ja, davon gibt es hier eine Menge in dem Video. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Let's go! Okay. Das ist das Erste. Okay, diese Wassermelone, meine Wassermelone hat keine Rinde. Oh, Tatsache. Guck mal, das ist so ganz, ganz schmal hier nur. Aber die hat doch irgendwie keine richtigen Kerne. Aber guck mal, wie dünn dieser Rand ist. Wisst ihr, die hat mega viel Rand. Upsa, die erste hat mega viel Rand gehabt, ja. Dass du es gar nicht essen kannst. Stell dir mal vor, ihr kauft das so ein Ding, wolltest du da reinbeißen und auf einmal... mega crazy. Okay, wir schauen weiter. Okay. Oh, eine Avocado. Guck mal, wie riesig dieser Avocado-Kern ist. Lol. Mega funny. Okay. Oh, die hat gar keinen Kern. Lol. Oha, wie geil. Aber gibt's sowas wirklich? Existiert so etwas wirklich oder ist das so ein bisschen fakey-schmakey? Ich weiß es nicht. Gibt's sowas wirklich, dass man eine Avocado ohne Kern hat? Das wäre krass. Mega crazy. Okay. Nächstes Bild. Eine Mini-Erdbeere. Eine kleine Erdbeere. Erdbeere. Leute, wie sagt ihr... Oha, krass, das sieht aus wie das Batman-Symbol. Okay, irgendwie nicht. Sagt ihr Erdbeere oder sagt ihr Erdbeere? Weil ich sag Erdbeere. Erdbeere. Okay, ich höre auf damit, Leute. Das ist ein sehr, sehr chaotisches Video heute wieder. Okay, die sieht auch cool aus. Da sind irgendwie so mehrere zusammengewachsen oder so. Und da ist ein Ei ohne das Eigelb. Okay, krass. Oh lol, in dem Ei waren zwei Eier drinne und noch ein kleines Ei. What? Wie jetzt? Er hat fünf, sechs... Ach so, das sind Dings. Er hat hier einfach in einem, sozusagen in einem Eikasten, hatte er mehrere Doppelte drinne. Seht ihr das? Alter, what? Oh mein Gott, was, wie, das ist mega crazy. Okay, die ist irgendwie schwarz von innen. Ist es vielleicht Schimmel oder sowas, maybe? Oh, wie süß, guck mal, die Orange hat eine Mini-Orange nochmal drin. Oh, wie süß, ist ja echt goldig. Okay, ein Eis ohne Eiswaffel, aber dafür mit mehr Eis. Auch nicht schlecht, ja. Wer gerne Eis mag, der hat da hier den Jackpot gezogen. Einfach ein Zwiebelring. Guck mal, dieser Hund. Die Zähne. Er hat einfach einen Zwiebelring. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schlüsselanhänger, ne? Wie so ein Schlüsselanhänger, wo man so Dings, Schlüssel dran hängt. Weiter geht's. So, mega cooler Zwiebelring, ey. Aber ich hatte tatsächlich sowas auch schon mal, Leute. Ich hatte sowas tatsächlich auch schon mal. Und zwar habe ich mir nämlich so Chips gekauft. Und da war einfach ein kompletter Klumpen nur mit Gewürz drin. Ja. Das war lecker. Ich mag Gewürz irgendwie. Das hat gut geschmeckt. Okay. Wenn Montag ein Bier wäre. Guck mal, ist einfach nur hier unten so ein bisschen Bier drin und hier alles ist sonst voll mit Schaum. Ja, cool.
Okay, hier haben wir das Corona-Bier, Leute. Oder? Ja, das Corona-Bier. Aber hier ist sogar noch mal eine Flasche mit extra reingelegt. Jackpot! Okay, cool. Okay, hier haben wir eine seltsame Karotte, die ist so mini-klein und hat aber so Grünzeug noch mit oben drauf. Okay, hier haben wir einen Fuß und eine Karotte, die so aussieht wie ein Fuß. Ja, irgendwie beides nicht so nice. Oh, das ist eine sehr, sehr hässliche Zitrone mit einer dicken Schale. Wenn man sich so freut und denkt, oh, jetzt esse ich eine Zitrone. Kein Mensch isst Zitronen so, aber... Ah, da schon wieder! Die seltsamste Limette, Limone, Lemon, Zitrone. Boah, Alter, ist die riesig! Yo! Die ist locker so groß wie mein Kopf. Nee. Alter, die ist mega riesig. Hä, was ist das? Buckshot? Okay, keine Ahnung. Sieht aus, als hätte einer reingeschossen. Oh, ein Herz! Eine Erdbeere mit Herz. Eine Erdbeere. Eine Erdbeere. Als Herz. Das ist schön. Oh, oh mein Gott. Ja, das hatten wir auch schon mal. Da war ich mit Roman nämlich am Flughafen. Da haben wir auch so eine Tüte Chips geholt. Und da waren irgendwie nur so sieben Stücke Chips drin. Oder so sieben Kartoffelchips. Und das war's. Und dafür haben wir irgendwie 1,20 Euro bezahlt oder sowas. Und da waren einfach nur so sieben Kartoffelchips drin. Und wir haben da gesessen und haben die dann gegessen. Funny. Sehr, sehr funny. Okay, was kommt als nächstes? Ein Riesenkartoffelchip, ganz klar. Ganz, ganz klassischer Kartoffelchip, aber sowas hatte ich auch schon. So Riesendinger, da habe ich auch schon mal rausgeholt. Okay. Das ist so ganz wenig Eiweiß, Mini-Eiweiß. Alter, das hatten wir jetzt eben auch schon mal, wo ganz viele doppelten Dings drin waren. Das sind alles Zwillinge, Leute. Mega crazy. Okay. Oh, was für ein Riesenei. Lol. Mega das Riesenei. Okay. Hier ist einfach nichts drinne. Ist einfach nichts drinne in der Chips, Erdnusstüte. Ist nichts drinne. Und da ist ganz schön viel drinne. Ist alles rausgefallen, so wie es aussieht. Oh mein Gott. Wer räumt das auf, ey? Lauter gelbe Skittles nur. Krass. Wie passiert sowas? Wie geschieht sowas? Eigentlich werden die ja so random zusammengeworfen. Okay, das sind irgendwie Mini-Skittles. Das ist einfach so ein Ball, der so aussieht wie so ein kleiner Skittle. Okay, hier waren schwarze Bohnen und da war einfach gar nichts drin. Das muss doch irgendjemand sein, der sich so einen Witz erlauben möchte, der da so arbeitet. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, oh, oh! Oh! Oh, Triple Jackpot. Oh mein Gott, der hat hier Game durchgespielt. Oh, lecker. Das ist lecker Luftbrot. Leckeres Luftbrot. Ah, das ist einfach so ein Burger Patty mit so voll vielen Sesamsamen drauf. Lol. Was ist das? Ist das ein Dings? Das ist eine Grape hier. Eine Traube ist das. Das ist eine Traube mit einer kleinen Traube nochmal mit drinne. Cool, mega süß. Hier sind... Oha, was? Das sind mehrere Grapes zusammen. Also mehrere Trauben einfach in einer. Oh, da würde ich gerne mal reinbeißen. Das ist bestimmt mega saftig. Okay. Hier, Blueberries, die sind... Alter, normalerweise sind die ja nur so mini. Und die sind einfach so richtig so... Ja, okay, so groß jetzt. Ja! Hey, das hatte ich auch schon. Genau das hatte ich auch schon. Also nicht so groß. Bei mir war das Gewürz vielleicht so groß. Aber das hatte ich auch schon. Lol. Mega crazy. Ist ja witzig. Ich hatte das auch schon, einfach nur so einen Klumpen mit so Gewürz dran. Cool. Okay. Das ist echt funny. Lol. Hä? Ach lol, er hat eigentlich ein Bier bestellt, aber er hat einfach eine Packung mit Chips bekommen. Er wollte eigentlich Bier haben, aber dann hat er stattdessen Chips gekriegt. Okay. Brokkoli-Katz. Also er hat einfach so eine Tüte mit Brokkoli geholt und da drin sind einfach nur Stiele. ich liebe Brokkoli am Stiel. Oh, guck mal, da ist ein kleiner Maiskolben. Ein Baby-Mais. Aber es gibt ja wirklich Baby-Mais, ne? Den gibt's ja echt. Oh mein Gott, wie hässlich. Alter, aber denkt ihr, das ist real? Das sieht halt echt schon sehr, sehr creepy aus. Guck mal, so sollte es eigentlich aussehen. Und so sieht es aus. Sieht aus wie so ein Alien irgendwie. Bibibubab, bibibubub. Lol.
Schon ein bisschen gruselig. Okay, er sollte eigentlich... Ah, lol! Ach, das ist nur die Verpackung. Oh mein Gott. Smart. auch nicht schlecht. Okay, das sieht aus wie ein bisschen wie Mickey Mouse. Okay, hier haben wir einen Doppel-Lolli an einem Lolli. Auch funny. Okay. Er meinte so, er hat was in seinem Schuh. I found a shoelace in my chips, ahoy. Hä? Hä, okay, das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Okay, hier sind Pop-Tarts, Bonus-Pop-Tarts. Alter, nice, die sind richtig dick. Okay, hier haben wir... Keine Ahnung, sind das hier Rosinen oder sowas, sollen das sein? Ja, Lucky Day, hier hat einfach so diese Packung und hier sind einfach noch zwei Stück nebendran. Funny! Funny, funny, funny. Okay, das hier ist Rosinenbrot mit nur einer Rosine drinne. Man kennt's. Okay, was ist das hier? Sind das hier so riesen Snowballs und das hier sind alles so Mini-Dinger? Okay, keine Ahnung. Eine komische, seltsame, vergammelte Zwiebel. Ah, die ist von innen vergammelt. Mhm. Okay, ja, sowas passiert mal. Da haben wir eine Paprika mit ganz vielen kleinen Paprikas innen drinne. Auch cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und das ist eine Pizza Hawaii mit einer Ananas drauf. Mit einer einzigen Ananas drauf. Pizza Hawaii. Man kennt's. Oh! Das ist bestimmt richtig geil. Das sind doch diese, nicht diese Cineminis, aber Tresor heißen die, glaube ich. Ne? Tresor heißen die. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen hier heute Schluss. Ihr könnt euch den Rest ja auch nochmal anschauen. Und zwar ist das Video hier von Good Days. Könnt ihr mal vorbeischauen, das ist mega cool. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder bei einem weiteren Video. Ich muss es jetzt hier hochladen, sonst komme ich noch viel zu spät, was ich auch schon sowieso bin, Leute. Abonniert den Kanal, wir haben bald 1 Million Subs geknackt. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Und tschüss.